Doch, Leute, willkommen zurück zu Let's Play the Geralt Hackett Classic mit Dennis und Leon. Lukas, wo machst du die Toilette schon haben hier? Hier auf der Seite erstmal? Im Spielzimmer? Ja, alle nebeneinander oder Platz dazwischen lassen? Alle nebeneinander. Ich würde stehen. Was ich gerade am Überlegen bin. Don't mind if I do. Ich muss mal. Lukas? Ah, ne. Mach du erstmal. Ich wollte gerade meine Bücher mal ein bisschen EMC-sieren und. Ich will echt einen Energy Collector Mark 1 bauen. Ganz kurz, Lukas. Kann ich dieses Teil kurz missbrauchen, um ein paar mehr Bücherregale herzustellen? Ja, deswegen meinte ich ja. Du verbrauchst das übrigens nicht mehr dafür, ne? Wollte ich dir nur mal so sagen. Echt? Ne, du verbrauchst das nicht. Also, du drückst da einmal drauf und du behältst so viel im Inventar, wie du hattest. Also, wenn du zum Beispiel eins hast. Wie zum Beispiel, ich habe einen Cobblestone, ich krieg da oben drauf. Jetzt macht er mir so viel Cobblestone, wie noch da drin ist. Okay, und ich habe meinen Cobblestone oben, immer noch. Ah, der heißt Project Table. Oh, ja. Eine Erfüllung geht. Diamant. Eine Erfüllung ist entstanden, was? Diamantblock dahin, dann muss ich basteln mir schnell den Ofen. Ach ja, take it. Hast du heute die Crystal Chest oder was? Crystal Chest? Ah shit, ich hab allen unseren Cobblestone condensed. Ich muss mal ganz kurz in Leons Mine reingehen, bis ich mal so wegklopfen von der Wand und dann wieder reingehen. Mein Schwert ist fast kaputt. Fällt mir gerade so auf. Meine Rüstung hat auch etwas Schaden genommen und ist im grünen Bereich. So, die Chest ist wieder voll für dich. Ich muss aufpassen, dass ich mich einfach das Ding ins Falsche schmeiße. Cobblestone. Haben wir keinen mehr? Nö. So, eine Mine ist noch eine Menge, aber ich habe gedacht, braucht nämlich eben ein bisschen Platz. Für den anderen Shit. Ich klopp mir nur kurz ein und hol mir EMC. Ich glaube, 6 waren's. Ich baue uns übrigens gerade einen Energy Collector. Okay, du brauchst die Kiste gerade nicht, richtig? Nee. Ich brauche nur Glas. Kann ich dir kurz herstellen, ja. Ein einziges. Das kann ich sogar droppen. Bitte schön. Oh. Hä? What the fuck? Hä? Ja, Glas? Ah. Das funktioniert nicht so, wie ich mir dachte. Okay. Wir haben jetzt einen Energy Collector Mark 1. Können wir später auf. Maximale Generationsrate 4 EMC pro Sekunde. Dann gibt es noch Mark 2, der hat 12 EMC pro Sekunde. Und Mark 3, der hat 40 EMC pro Sekunde. Ja, wir müssen uns dann auch noch überlegen, wo wir unten das Teil einpacken, ne? Für Mark 2 brauchen wir Dark Metal. Das ist ein Diamantblock mit Attendance Fuel. Schrecklich teuer. Was wollte ich denn gerade machen? Achso, Kobbel. Warte, ich will kurz ein bisschen Kobbel herstellen. Kann man die eine Kiste zerstören daneben? Die hier unten hatte ich eben auch schon überlegt. Die eine Seite aber rüber. Da ist noch Zeug drin. Ja, warte. Ich schieße die auf die andere Seite rüber. Guck mal, ob du alles an rechte Rand sortieren kannst. Okay, never mind. Falsche Seite. Warum? Ich hab's nach oben sortiert und hau die rechte Kiste kaputt. Normalerweise ist es andersrum. Egal. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich. Die Kiste bekomme. Sieht nicht so aus. Fuck, ich hab's gerade weggeworfen. So. Du musst aufpassen, die Truhe ist bei mir fast schon überflutet übrigens, ne? Ich weiß. Warum benutzt du eigentlich immer noch die Kisten und die Goldchest? Weil die gerade noch angenehmer sind. Scheiß drauf, ich fang jetzt an, den teuren Kram in die Goldchest zu packen. Ja, den teuren Kram, aber ich räume jetzt erstmal mein Inventar aus. So, das brauche ich, das brauche ich. Das und das brauche ich. Ich sage alle Ärzte und so jetzt in die Goldchest und Redstone und so. Und restliche Bauern. Ja, mach du das mal. So, ich klamme jetzt davon ein bisschen was. Der restliche Kobbel gehört dir. Okay. Kannst du mit anstellen, was du magst. Ja, einen Hammer hast du nicht mehr, ne? Doch, in meiner Arbeitskiste. Ah, nice.
10 Platten, okay. Hier hinten hattest du übrigens noch Kobbel. 54. Ja, hinten in der Kiste sind 54 Kobbel. Ah, hier hab ich auch noch Erze drin, die kann ich jetzt auch noch in die Erzkiste knallen. Dann werde ich natürlich bald mal diese Durchsaugedinger machen, damit dann, ne? Dass dann aus der Kiste direkt reinsaugt in das andere Ding. Dass da von der Kiste in das Ding reingeht, genau, und dass es von dem Ding dann ins andere Ding weitergeht. Lukas, magst du mir kurz erklären, wie man eine Empty Cell macht? Empty Cell? Du gehst hin, du brauchst 10, das musst du platt hauen. Was war's denn der Empty Cell? Das ist eigentlich nur 10 Platten. Okay. Sollte ich in der. Ich nehme jetzt einfach hier die Crafting Bench kurz. 5 Stück wahrscheinlich, oder? Warte mal, ich kann da mal testen hier. Meines Wissens lassen sie. Ich weiß noch die alten Versionen, da kam man 16 Stück raus. Also. Das Huhn ist hinter dem dekorativen Dingsbus gefangen. Okay, Mess Rate. Badbox. Wie macht man eine verdammte Empty Cell? Warte mal. Badbox. Okay. Chargepad. Badbox. 3 Batterien. Oakwood. Insulated Tin Cable. Haben wir, glaube ich, alles noch. Genau, Insulated Tin Cable. Really? Lukas, wir brauchen einen Metal Former. Was ist ein Metal Former? Um Empty Cells herzustellen. Oder ich weiß nicht, wie du sie hergestellt hast. Ich brauche keine Empty Cells, ich brauche Tin Item Casing für die Batterie. Du hattest doch hierfür auch Zellen. Wofür? Nein. Darf? Batterie? Nee. Achso. Metal Former. Ich brauche heute Zinn und so ein Kram. Coil. Okay, ich baue das mal kurz. Das wäre cool, wenn Copper, wie baut man Copper Wire? Wahrscheinlich so hier. Dann nimmst du eine Platte und schneidest sie mit dem Wire Cutter. Okay. Warte mal, das Teil. Ja, cool, wenn du ein paar Stück davon baust, weil ich brauche es für den Electric Ranch. Ja, ich brauche auch ein paar viele davon, deswegen. Und ich muss auch gucken, wie ich den Ranch hinkriege. Ranch können wir jetzt bauen, fällt mir ein. Oh Gott, Lukas, ich brauche erstmal Bronze. Ja, das brauche ich auch. Bronze, ja, dann haben wir schon mal ein Ziel. Bronze Dust und Coal macht Bronze Ingots, mir auch egal. Bronze Plates, Schreddern, Bronze Plate macht Bronze Ingot. Smelting. Bronze Plate. Metal Former. Metal Former macht das auch Platten, aber den brauchst du eigentlich gar nicht. Du kannst einfach einen Hammer nehmen. Nein, du weißt nicht, was ich machen möchte, ne? Ich möchte eine Empty Cell, also eine Empty Cell, wenn du guckst. Ja. Also Empty Cell googles, sag ich mal. Und dann hast du ja einmal mit dem Extractor und einmal mit dem Metal Former. Mhm. Und da bekommst du 3 Empty Cells raus, weil ich möchte diese Coolon Cell machen. Diese Cooler. Und dafür brauche ich halt 2x Empty Cells. Und ich habe halt alles dafür, außer halt dieses Zellen. Ja. Und die baust du einfach in. Du kannst einfach Zinn platt hauen und dann haust du das Zinn nochmal platt und dann kriegst du da so dünne Wände raus. Die kannst du auch eigentlich nehmen, oder nicht? Nein, das habe ich ja schon. Warte mal, in welchem Project. Geh mal ganz links in den Project Table. Ja. Du meinst die ich oben rechts drin habe jetzt, ne? Dann gehst du hin und tust das da hin und dann kannst du da Zinn. Nein, das ist. Nein. Das bringt mir nichts. Weil das habe ich ja hier schon. Damit kann ich höchstens so hier eigentlich welche herstellen, aber das geht auch nicht. Das gibt's nicht, da hast du irgendwas falsch im Paket gemacht. Deswegen, es ist, also ich habe, wie gesagt, also ich mache jetzt erstmal alles für den Metal Former und dann. Aber wie macht man das andere? Ich würde auf jeden Fall erstmal Bronze zu basteln. Metal Former Toolbox. Ach ja, ich brauche Bronze erstmal, also von daher. So, Bronze Dust. Wie macht man Bronze Dust? Ich mache gerade welchen in einem von den Project Tables. Nehme es nur erstmal nicht raus, das ist jetzt erstmal die Grundlage und dann haue ich unten den Rest von meinem Zeug rein. Ah ja, ich sehe gerade.
Ja, ich brauche auch die plattgehauenen dann. Ich glaube, die brauche ich auch. Oder? Ne, ich brauche sogar Barren. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Barren. Ja, ich brauche. Und dann brauche ich Copper Cable, Iron Item Casing, Electric Motor, Re-Battery, Electronic Circuit. Und dafür brauche ich halt auch Coils. Ich brauche 5 Barren. Oh, ich brauche auch eine Menge Barren, das ist schlecht. Ja, wenn du mir nur 5 herstellen kannst, ist alles in Ordnung. Das kannst du haben. Stimmt, ich will erstmal gucken, dass wir vorankommen. Und ja, wie war's bei dir so? Kupfer? Ja, ich bin vielleicht voll und komm dann hoch. Kann ich herstellen. Wie sieht's aus mit der Gesundheit von deiner Spitzhacke? Da, die ist halb. Nee, ist es doch nicht schlecht, wenn die Diamantspitzhacke. Oh, ein Enchantment Table. Lukas, ganz kurz. Guck mal, ja, ich hab gerade alles dafür im Inventar. Guck mal hier rein. Reicht das an Kupfer? Nein, ich brauch eine geschredderte Form. Achso. Ja, ja, das haben wir halt normales auch. Geschreddert kannst du nicht EMC, sie haben Bronze, kannst du fertige Bronze, hat die EMC. Kann ich dir vielleicht sagen, oder? Ja, 160. Gut, dann machen wir das. Weil das ist viel einfacher. Ja, ich crafte halt jetzt erstmal ganz kurz ein paar Bücherregale, ne? Die crafte ich aber noch von Hand, weil das lohnt sich nicht, die zu EMC-sieren. So, guck hier, gerade erste Bronze tue ich hier rein, statt ein Kupfer. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir einen dicken Batzen Bronze, kein Ding. Okay, dann brauche ich mal kurz so. Einen Bench. Also wir haben den Mindestanteil für die Dingens, ne? Oh, Bronze, endlich. Gut, liegt auch noch, weiß ich was, aber ich tue es jetzt mal hier hinten rein in die Goldchest. Wir sollten uns auch angewöhnen, irgendeine Kiste zu machen, wo wir Minimum eine Kopie immer reinmachen. Das tut ja eigentlich die Goldchest dann, aber. Ja, aktuell ist es ja eher noch so die Alles-Kiste. Okay, jetzt finden wir die alles wertvolle Kiste. Ja, das meinte ich auch. Unser Bronze-Ingot ist auch ganz wichtig, das aufheben, weil. Ich habe jetzt schon mal ein Range, das ist schon mal ein Anfang. Hallo Leon, wie läuft's bei dir? Ich bin gerade auf meinem Weg. Okay. Wer hat dir erlaubt, nach Hause zu kommen? Ich habe keine Fackeln mehr und meine Mütter ist voll. Ah, okay, das ist eine gute Erklärung. Gute Ausrede. Wie viele Fackeln brauchst du? Er will gleich wieder loswerden. Ein Stack kann ich dir. Wir haben irgendwo, habe ich Stacks reinge. Ich habe irgendwas. Na, ich habe irgendwo. Hier, da sind Stacks drin. Leon, ich habe Fackeln hergestellt. Ja, zwei Stacks sind da drin. Du weißt schon, dass wir 4 EMC pro Sekunde generieren. Und eine Fackel ja. EMC hat. Ja. Reinlegen, kurz warten, wir haben Trillionen davon. Und Leon muss nie wieder zurückkommen. Ah ja, schon, weil sein Inventar irgendwann mit Fackeln voll ist und der Leon, das dann. Ja. Wir können im Enderbräuchen. Falsche Kiste. Der mein Inventar ist noch voll, ne? Ich muss das mal. Kein Pflasterstein, nichts Wertloses, nur Erze. Schöne Spinne. Aber ich kann jetzt nicht mehr hochklettern, Gott sei Dank. Ja, deswegen habe ich das auch eigentlich gemacht. Aber gucken, Buffer ist noch relativ voll, da wird man bald die Bedbox reinzimmern. Stimmt, ich will die Bedbox bauen. Da brauche ich das hin. Hat Sticky Resin Leon 1 mal da rechts? Kannst du dir übrigens Fackel mitnehmen? Hat Sticky Resin? Ja, ich will erstmal meine Hacke wieder. Nein, hat's nicht. Bravo. Lukas, kannst du mir einen Electronic Circuit herstellen? Ich habe keine Kupferkabel mehr. Ich habe noch 3, aber ich glaube, das bringt dir nichts, ne? Nee, ich brauche Kupfer und ich brauche. Ich mach, warte. Bei mir hier drüben in der. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, wäre cool, wenn du noch einen Electric Tree Tap hast. Bevor du enchantest, Leo, da sind viel zu wenig Bücherregale. Nein, das ist genau, dass man eigentlich 30 auf 30 enchanten kann. Echt? Nee, auf 22. Ja. Ja, warte, ich kann auch eins bauen, tatsächlich. Dann kann ich es kurz EMC-sieren, dann kann ich noch ein paar herstellen. Gott, was wollte ich tun? Ach ja, ich wollte rausgehen mit der Tree-Tap und ein bisschen Bäume melken. Ausgerechnet nachts.
Können wir uns nicht mal eine Betten chillen, damit ich auch wieder einen Spawnpunkt hab? Hier, alte Leute, hier ist eine Hexe. Ein Käse. Ich sterbe gerade an Vergiftung. Leon, wir haben die Betten hier stehen, nur. Ja, wir müssen uns alle reingehen. Schlafen wegen, ja, wir können nur nicht schlafen wegen einem Monster. Rette mich, wer kann. Hey Leute, ich hab noch ein Herz. Hilfe. Du stirbst nicht durch Gift. Oh Gott sei Dank, hast recht, es wäre der einfache, es wäre nicht schwer. Lukas, können wir voran zu killen. Wie wär's mal, als versuchst du alles ins Bett zu legen? Gerade geht's nämlich doch nicht. Ich hab zwei Herzen, du Schwuchtel. Was denkst du wohl, was ich jetzt tun werde? Ich bin gerade fast krepiert wegen der Kackhexe draußen, weil die mich mit Splash Potions beschmissen hat. Gut, wir können ab jetzt auf 30 enchanten. Ja. Ich habe auch meinen Wert zu enchanten, aber ich kann maximal Level 7 machen und dann wer weiß, was da für Kack rauskommt. Aber wieso ist da überhaupt eine Hexe gespawnt? Wo ist sie hin? Haben wir noch Rubber? Nein, ich wollte nach dem Melken gehen. Electric Tree Tap. Ah, wolltest du haben? Electric Tree Tap, genau. Hey, ich kann ein kleines Bett chillen. Kommt ihr auch? Ja, man kann sich. Nee, ich kann mich hier nicht hinlegen. Nee, ich kann mich nicht hinlegen. Schade. Es wird aber Tag, du brauchst dich aber nur ins Bett legen, dann hast du einen Spawnpunkt wieder. Echt? Ich brauch nicht schlafen, einfach nur reinlegen. Ja. Das kommt, das geht dann so. Ich bin Held. Das geht dann sobald wir. Sobald ich das Haus weitergebaut habe, dann kommen die Betten eh nach oben und dann können uns keine Monster mehr nerven beim Schlafen. Zombie und Creeper und ich will eigentlich nur meinen Sticky Resin aufheben. Peng. Ich hab gerade ein Loch in den Baum gemacht. Arschvieh. Süß. Slime. Fällt mir eigentlich mal diese Dingsbumses für die Öfen machen. Daran arbeite ich gerade, ne? Die Overclocker oder die, die es raussaugen und reintun? Die Coolant Cells, also du brauchst doch die Coolant Cells dafür. Für die Overclocker, ja. Ja, daran arbeite ich gerade. Lukas, Rubber hat EMC. Deswegen habe ich gefragt. Ja, aber Sticky Resin hat keins. Ich will was andersrum. Leon, dann nimm mal bitte ganz kurz den Stack Fackeln daraus. Die Items sich gruppieren, ist es noch schwieriger. Aber immer noch nicht die 1.8 mit ihren komischen Renderer-Problemen. So. Ja, ich hab grad ein bisschen. Ich stell gerade ein paar. Bisschen Rubber habe ich hergestellt, ne? Ein bisschen. Ah, ich hab daneben geschossen. Ich werd's nicht ein Creeper jetzt einfach ein No-Misses gekillt hätte. Ah, Rubber, Gott sei Dank. Mal Sticky Resin in diese Truhe rein, einfach nur weil sie gerade existiert. Gut, dann werde ich jetzt Rubber nehmen und mit und ein bisschen Kupfer noch und den Kupfer. Ali, du hast immer ein ganzes Werkzeug, ne? Ich da das bei mir in der Dingens drin. Das ist schön. Gut, haben wir auch hier. Nee, wir brauchen. Warte kurz, ich brauche einen Circuit. Haben wir noch Redstone? Ja. Ich müsste eben welches mitgebracht haben. Wir haben noch. Ich will erst mal eine Bedbox bauen, eigentlich ganz dringend. So. Bedbox. 3 Battery. Ich brauche auf jeden Fall eine Menge Insulated Tin, war ja genau deswegen war ich unterwegs. Ja, ganz kurze Frage, Lukas. Darf ich den hier anschließen? Gib mir eine Sekunde. Oder willst du ihn anschließen? Dann kannst du selber gucken. Ich will eigentlich erstmal eine Badbox vorher anschließen, das wäre cool. Ja, ich brauch zwei, also wir müssen sowieso gleich bald erweitern. Ich muss mal 10. Weil ich komme jetzt, da kommt jetzt eine Maschine, also eine Maschine kommt noch von mir dran und dann kommt noch eine dran. Wenn du Electric Ranch bauen kannst, kleist dich die beiden Dinger zusammen und lass das einen Space zwischen für die Diamond Chest und dann lass mal den ganzen Kack automatisieren. Kannst du, eine Ranch hast du? Ja, aber keine Electric, denn Ranch besteht die Chance, dass der Scheiß einfach zerbröselt. So eine Maschine. Ich kann dir kurz das Zeug. Das Zeug kann ich dir bauen, ja. Was ist denn für ein Enchantment drauf? Ja. Du wirst den Generator nicht gerade. Was hast du für ein Enchantment drauf? Was hab ich denn drauf? Effizienz 4, Unbreaking 3, Fortune 3 und plus 5 Attack Damage. Alter! Das ja, da war Fortune 3.
Das Glück 3. Das heißt, das ist ein Diamantblock. Aus einem einzigen kann man so eben 5 Dias rauskommen. Ich habe gerade nämlich dafür 30 EP drauf gebraten. Das ist, scheiß drauf, das ist ein Godlike Enchant mit Leon. Das wollte ich. Ich baue den. Was baust du gerade? Die Ranch. Stimmt, ich wollte ja Tin. Ich wollte das gleiche mit Tin machen. Ich habe vergessen, das Tin zu schmelzen. Ja, ich wollte eigentlich gerade Tinwire bauen für Batterien und dann Batterien, weißt du? Du kannst dir die Templates rausnehmen, ja. Du hast Templates da drin? Ich hab Templates da drin. Als ob, ich muss nur mal kurz den Kabel Ups. Nimm dir das Zeug einfach mal rüber. Ich will nur kurz den Kabel schneiden, okay? Nimm dir gleich mal neue Templates kredenzen, aber erstmal mal gucken. 1, 2, 3 Batterien. Und dann haben wir jetzt eh schon zu viele aus Versehen. Und dann brauche ich. Ich brauch nochmal 10, by the way. Ah, ne, nevermind, ich hab noch. Ich brauch den Platt. Ich brauch. Ich kümmere den Hammer. Nehme ich Tin, prügel es platt. Und das prügel ich dann nochmal platt. Was geht bei dir, Leon? Mach's gut. Ohne Vorwarnung, einfach du machst gut und ist weg. Nice. Das sind die Momente, da fühlt man sich einfach verarscht. Mach's gut und weg. Ohne Ankündigung, einfach nur mach's gut weg. So, machst du das. So, jetzt brauchen wir Redstone hier. Mach's gut weg. Wortlos. Das war jetzt. Das finde ich immer so ein bisschen fassungslos, wenn er das bringt. Und das Schlimmste ist, wenn wir kriegen die Dia-Spitzhacke erst wieder, wenn er wieder online ist. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen. Das ist immer das Problem am Minecraft Multiplayer. Das ist schön an Rust. Wenn er schläft, nimmst du aus ihm raus. Bei Minecraft stehst du damit voll Horst. Ich habe übrigens einen Hammer zerstört. Ich habe schon einen neuen gebaut. Echt? Gut, das ist mein allein Spaß. Ich muss mir kurz ausleihen. Prügeln wir das auch nochmal klein, lass mal Hammer kurz hier drin liegen, dann nehmen wir das, zack, 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 zack. Redstone, Redstone. Bravo. Kabel oben drauf, noch eine Batterie. Achso. Da. Den kannst du dann anschließen. Cool. Batterie kannst du immer schnell ein bisschen Holz haben. Eigentlich hast du auch Holz, was ich gerne machen kann. 4, 8, sollte schicken. Zack. 28, hoppla. Batterie. Wie baut man so einen. Kannst du mir nochmal so einen Cutter bauen? Was? So einen Cutter. So ein. Ich erinnere. Wire-Cutter. Schon kaputt oder was? Das ist. Warte. Was haben wir da? Haben wir Eisenplatten da? Nee. Okay, pass auf. Eisen. Und dann packst du da die Eisenplatten so ungefähr hin. Okay, ja gut, eine Eisenplatte brauche ich halt auch noch. Ja, und du hast mir den. Ja, du hast. Ja, wollte gerade sagen, du hast mir nicht den Hammer geklaut. Oh, die Bedbox ist fertig, fällt mir gerade so auf. Ich bin auch ein Vollidiot, ich baue eine Bedbox und vergesse gleich, dass ich die Bedbox gebaut habe. Perfekt. Wenn wir das Kabel wieder dran tun, erstmal. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Puffer. Perfekt. So. Ein ganzes Kabel eingespart zum Ziel. Na, natürlich war es nicht, aber. Kannst du mir mal eben eine RE-Battery bauen? Eine RE-Battery? Ja. Ich brauche das. Zack, 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 zack. Das Coole ist, ich hätte die Zutaten noch perfekt dafür da. Also RE-Battery. Hier, fang. Deswegen habe ich auch gefragt, ob du meine bauen kannst. Hast du Electric Ranch? Weil ich habe einen Ranch. Ja, ich baue einen Electric Ranch gerade. Du von Ranch baust, da hast du einen. Naja, den hatte ich sowieso nicht vorzubauen, weil ich dich gefragt habe vorher, ob du den hast. Gut, Electric Tree Tap können wir uns ja sparen. Irgendwas fehlt mir doch. Die Batterien. Oh, lol. So, an meinem Tunnel das Fuel weiterarbeiten. Nehmen wir mal den 51 Rubber raus. Das tun wir mal auch in die wertvolle Kramkiste. Wo hast du die Bedbox hingepackt?
Bandbox, da unten. Ja, dein Dingens lädt auf, ne? Die Electric Wrench. Warum ist eigentlich Tin Ore am Electric Furnace? Keine Ahnung. Wieso? Warum ist Tin Ore am Macerator nicht? Und warum, Dennis, du machst gerade unsere ganze Stufe, die ganze Maschinerie übrigens down. Ja, weil ich deinen Wrench auflade. Project Dream Inspiration und Industrial. Bitte schön. 2. Ist er voll? Naja, 4,3k hat er. Sollte erstmal ein bisschen was reichen. Den Metal Former hatte ich dir ja schon gegeben, ne? Ja. Okay, jetzt müssen wir den ganzen Kram hier weg, Electric Wrench. Und dann sitzen wir direkt nebeneinander. Weil wir ja keine Pumpenmaschinerie daneben bauen, bis ich gelernt habe. Kannst du mir Goldkabel basteln, wenn du gerade nichts zu tun hast? Das wäre auch cool. Ich hab gerade was zu tun, das ist doofer. Das ist echt doofer. Ich kann mal schnell auf Gold oder auf Goldkabel wenigstens umstellen für Indoor. Ich brauch Tin. Hast du noch Tin? Ja, Ingots hab ich. Ja, brauche ich auch. Und ich will jetzt auf jeden Fall den Kram erstmal dichter zusammen, egal, wenn nicht, grabe ich unter Boden liegt das Haus recht tief und dann. Oder sind so. Goldkabel wolltest du haben. Wäre cool, bevor ich den ganzen Kram jetzt hinstelle, ja. Okay. Brauch nur Gold dafür. Gold haben wir massen. Mindestens eine wertvolle Sachentruhe. Ja, 24 noch. Das Coole ist, ich lese erstmal die Badbox auf. Ich brauche vielleicht so 8 Goldkabel. Ach. 8 Goldkabel nur. Ja, wenn du mir kurz Rubber holen kannst. Ja, das ist kein Ding. Kann man die auch mehrfach isolieren? Früher konnte man die mehrfach isolieren. Die Goldkabel, Insulated Gold Cable, sind mit 2 Rubbern. Okay. Wird mit 2 Rubber gemacht. So, wie viel wolltest du? Gib mir so viel, wie du gemacht hast. 26. Uiuiui. Ja, das war jetzt erstmal alles, was wir hatten. Ein Rubber haben wir noch jetzt. Gut. Und, ja gut, du hast halt dein Fuel. Gold, Gold. Und dann verlegen wir hier hoch. Kommt hier da. So, hier kommt die Kiste hin. Die ist unten kannst du, ne? So. Dann tue ich da einen Macerator hin. Dann kommt hier direkt der Electric Furnace. Und hier kommt dann der Output hin. Und ich kann theoretisch noch eins. Und hier in die Ecke kommen noch. Du weißt es nochmal, dass ich 2 Maschinen habe, gleich, die da dran kommen, ne? Ja, die kommen dann. Das werden ja dann heftige Kisten werden und dann tust du die einfach da so hin in die Ecke. Ja, dann die eine hast du, hier die eine Maschine. Die und für die andere. Ich brauch. Du musst halt noch eine Maschine da dran packen, jetzt, die ich dir gegeben habe. Hast du die Maschine gegeben? Metal Former, ja. Der Witz, wir bauen die ganzen Kabel jetzt einfach um die Ecke. Ja, wir können den Raum auch noch nach da aus erweitern, ne? Also wir können auch noch hier nach vorne rausgehen, Lukas. Das ist kein Thema. Einfach nach hier hinten verlegen, dann könnte man den anderen Kram hier hinten hinstellen. Wait a second. Schmeiß mir das Kabel runter. Auf der Seite kannst du dich anschließen. Klar, hier oben. Badbox haben eine Richtung, ja, aber das ist dann nicht ungepufferter Strom, es taugt nichts. Du musst da einmal außenrum. Ich kann einfach unten, ich kann auch unten drunter graben. Schmeiß runter. Kabel. Ich grab mal rein, dann können wir die Stellen am besten hier so hin, weißt du? Gräbst du mal nach unten? Oder das müsste eigentlich diese Höhe, ja. Sehr gut. Ja, dann packt man den Kram einfach hier oben. Entweder eins nach oben oder flach auf dem Boden, je nachdem wie du meinst. Du musst nur die Kabel dann verlegen dafür dementsprechend. Irgendwann müssen wir halt mal auf Glasfasern auch changen. Wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind. Bedenken, dass du raus musst. Ja, die Bedbox lädt wieder schön auf. Und ist eigentlich immer noch viel zu klein. So, Metal Former, ich stelle den mal oben drauf. Ist drauf. Extruding, Rolling, Cutting, Extruding. Warte, kann ich gleich sagen, was ich da brauche? Clocker, Transformer, Energy Storage, Ejector, Pulling Upgrade. Ejector Upgrade, sowas haben wir nicht, oder? Ich brauche Extruding, ja. Das sollte eigentlich sogar schon reichen.
So, was hast du? Haben wir irgendwelche Upgrades? Nee, ich bin aber gerade dabei, diese Upgrades zu machen. So, ich habe Empty Cells. Kannst du die Input, kannst du Input-Upgrades machen? Nee, warte, die wollte ich machen. Ja, ich mache jetzt das hier noch und dann... Lukas, ich brauche wieder Rubber, ich muss... Ja, die Folge ist ewig überzogen. Ich glaube, die Folge müssen wir beenden, oder? Ja, und ich klaue dir jetzt dein wertvolles EMC. Gut, es war für diese Folge von Let's Play Together Ticket Classic. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschö.